Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Last Epoch. So, ich erstmal den Chat ausblende und dann gucke, dass ich hier meinen ganzen Kram verkaufe. So, was war das? Shift und Right-Click, um es zu verkaufen. Genau, denn ich brauche den ganzen hier grauen, rostigen Kram hier nicht mehr. So, 15 Armor, aber das gibt mir noch Intelligenz und Cast Speed. Gut, brauche ich nicht. 19 Mana. Nehme ich die Resistenzien. Melee Fire Damage. Base Spell Damage. Das kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen. Increased Armor, Increased Chance to Find Potions. Kann auch weg. So, die ganzen Sachen weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, das tue ich in meine Truhe rein. Und dann muss ich mal gucken, ob es hier irgendwie irgendwas gibt. Rune of Shattering, das sind nochmal so Sachen. Elemental Protection, aber ich finde immer noch nichts, was irgendwie Base Attack Rate, was mir irgendwie hier mein Throwing Attack irgendwie hochbringt. Okay, gut, dann ab in die Kiste. Dann tust du das Ganze mal erst irgendwie hier lagern. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen möchte. Es gibt auch irgendwas Stash Materials. Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist noch ein Ding für Crafting Materials. Auch kein Plan. Ich glaube, das sind diese Runen, die ich da eben hier gesehen habe, oder? Könnte das sein? Genau, Rune of Shattering. Okay, das ist das. Gut, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Muss ich auch nochmal gucken. Aber jetzt erstmal geht es weiter hier zu den letzten Archiven. Genau. Und dann mal gucken, was es hier noch zu machen gilt. Ich muss hier unter anderem den weiteren Splitter finden. Hier sind auch noch irgendwelche Refugees. Oh, hier wisst Eric. We can let the Void enter here. If we lose this place, then we'll have truly lost everything of the old world. What is this place? This is the last archive. Oder archive? Ich weiß gar nicht, wie sagt man es im Englischen? This is the last archive. Ich weiß nicht, egal. Every piece of history, art, even records and journals, everything that could be bought down here to last refugee lies here. I don't know how many died trying to ferry this knowledge here. We cannot lost this place. Oder lose this place, besser gesagt. Okay. Guck mal, das ist noch ein Wegpunkt. Yeah, cool. Okay, und dann geht's weiter zu den unteren Archiven. Hier geht's nochmal irgendwo hoch. Ist hier eine Truhe? Truhe? Nein, schade, okay. Aber ich muss hier in das Studierzimmer vom lieben Erza. Das ist die Sache, wo das ist. Okay, jetzt hoch. Das sieht gut aus, die Richtung. Aber ich gehe erstmal hier unten gucken, ob es hier noch was gibt. Guck mal. 41 Heather Shield. Na, lucky. Mindestens das sind zwei Hände. Okay, aber erstmal hier. Was ist denn das? Potion Slots. Increased Chance to Find Potions. Stun Avoid. Avoid Protection. Health. Komm, ich nehme das mal hier. Zieh das mal an. Das machst du zu. Block Chance, Block Protection, Increased Armor, Block Armor, Armor. Stun Wall, Dodge Rate, Increase Minion Health. Komm, nehme ich doch das mal. Ich habe ja keine Diener, von daher brauche ich das auch nicht. Guck mal, da unten ist noch eine Quest, die ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen möchte. Schau ich doch mal, was da so abgeht. Genau. Geh doch dort mal hin. Und hör dir an, was der zu sagen hat. Wer ist denn das? Apprentice Farron. You there. May I plead your aid? Okay. My master, Elder Penyon, came to recruit us to help him bring the fight to the void. But he came back from our study alone. He tasked me with guarding the entrance to and to make sure no one left while he went only by
himself. I don't know how much longer I can stay here waiting for him, not knowing what's in the room behind me. Could you please pop in and tell me what happened to him? Okay. Investigate Penance oder Penance Library, so heißt der. Defeat Penance Students. Okay, jetzt spannend, eine nach dem anderen. Der Feuerschaden droppt ziemlich hart. Okay, der erste ist hinüber. Ist bestimmt noch irgendwo ein anderer, ne? Ja, da unten. Ha. Schmeiß das mal irgendwie hier in die Richtung. Aber das hat... So. Health Potion. Wunderbar. Zwei Stück. Increased Physical Damage. Okay. Und da ist noch was. Was bist du denn jetzt hier? Base Attack. Melee für einen Zauberstab. Increase Mana. Okay. Ist bestimmt noch einer irgendwo, oder? Sieht schon so danach aus. Genau. Solange hier nicht diese Geschichten casten. Ist mir das alles recht. Okay. Added Block Chance. Broadsword of One-Handed Sword. Okay, dann. Macht das mehr Schaden? Nee, macht's nicht. Gut, okay. Ist ja die Sache. Return to Brandfire. Ach, das war's nur hier mit diesen Studenten oder wie? Nichts zu mitnehmen? Okay, gut, dann. Geh wieder zurück. You're back! What happened to the other students? Oh, by Itera. This is awful. Thank you. If I had gone into there myself, I may have ended up just like them. Here, take this. It's the least I can do. Passive Point. Sehr schön. Und 45 Pesen. Wunderbar. Okay. Das heißt, den baller ich nochmal hier einen Schaden rein. Mehr Schaden geht immer, das ist super. Shield Rush. Shield Throw. Ach cool, da freue ich mich. Okay, bin ich gespannt. So, jetzt aber wieder hier nach oben. Ich glaube, mehr war hier nicht. Das Schade ist, dass man die Karte immer wieder neu erkunden muss. Das ist irgendwie ein wenig nervig. Also wäre schon cool, wenn es irgendwie dauerhaft bleiben könnte. Das wäre sehr hilfreich, vor allem auch, weil die Karte, wie ich vermute, ja rechts ja gleich aufgebaut ist, sag ich mal. Was eine statische, feste Karte ist. Okay, increased Minion Damage. Hier nochmal um. Increased Cast Speeds, Base Attack. Das ist alles nicht das, was ich gerne möchte. Immer noch ein Heiltrank. Sehr schön. Okay, Passive Points. Mehr Schaden bitte. So. Bronze Zepter. Melee Physical Damage, Spell Mana Cost. Increased Watts. Physical Damage. Okay, den kannst du ja mal mitnehmen. So, mal gucken. Das macht aber auch nicht mehr Schaden. Die macht irgendwie alles nicht mehr Schaden, ne? Okay. Thank you.
Warrior Void Touched Scholar of Links. Ich muss sagen, diese Effekte sehen schon kacke aus. Hau den um. Wunderbar. Dark Club. Melee Void Damage. Bringst du mir mehr Schaden? 33. Sehr schön. Okay. Das ist doch gut. Okay, mal gucken, wo es hier lang geht. Ich glaube, da oben geht es weiter. Das heißt, ich schaue mich erstmal hier in der Gegend um. Natürlich. Das kommt jetzt gut rein hier. More health. Boah. Komm, voll. Okay, hat mir jetzt den Rest gegeben hier, dezent. Health Potion. Super. Okay, aber da unten ist auch noch was. Das würde ich auch gerne mitnehmen. This is one of the eye. Uses Erasing Blow. Das Erasing Blow ist, wenn wir stark sind. Yeah, einen Skillpunkt. Sehr schön. Okay, dann schaue ich doch mal. Genau, Iron Spiral war ja das. War das das? Your Spiral Hammers orbit you. Was ist denn das hier? Reduce Damage? Oh. Zwei mehr Projektile. Okay. Okay, das mache ich auch noch. Aber erstmal den hier machen. So. Das heißt... Ah ja, die fliegen jetzt schon um mich herum. Sehr schön. Okay, aber jetzt erstmal zurück. Und hier unten gucken. Das heißt jetzt aber auch, dass ich möglichst nah ran muss, ne, an meine Gegner. Dass ich jetzt nicht mehr hier entspannt aus der Entfernung umbrezen kann, sondern schon näher an sie ran muss. Probiere ich das doch mal. Und irgendwie treffen die auch nicht wirklich. Oh Gott. Ich mich das irgendwie. Okay. Okay, gut. Also wieder umgewöhnen. Die treffen zumindest alle, ne? Das ist schon nicht schlecht. Hallöchen, Popöchen. Wer bist denn du? Let's not take damage fast. Use the drone. Irgendwie ist es mit den Fässern dann auch so eine Sache, ne? Die gehen nicht kaputt. Okay. Doch, jetzt geht's kaputt. Okay. Komm, mal um. Okay. Refugee Helmets, Minion Health, Armor, Potion Slots. Okay, kann man alles liegen lassen. Brauche ich nicht. So. Das ist jetzt die Frage, mache ich dann erst die zwei Projektile als nächstes oder mache ich hier den vergrößerten Schaden? Mal gucken. Mal sehen. Auf jeden Fall kommt es dem Hamadin hier schon dezent ein Stückchen. Oh Gott. Und die Jungs hier nehmen es im Ernst. Die drücken auch schon ordentlich ran hier.
Refugee Gloves, Intelligence brauche ich nicht. Und hier, das scheint zusammenzulaufen. Okay. Base Attack Rating, Physical, Melee, Crit und Two-Handed. Okay. Was macht das Ding? Melee Physical Damage, Melee Lightning Damage. Das ist natürlich nicht schlecht, aber zwei Hände brauche ich ja nicht wirklich. Von daher lasse ich den liegen. Sehr schön. Tomb of Elements, Relikt, Unic, Mana, Elemental Damage, Leeched as Health, Chance to Chill Shock. Geil! Das erste Unic. Ja, cool. Schön, da freue ich mich. So. Okay, ging es hier noch runter? Hier ging es noch runter, aber ich glaube, hier habe ich alles erledigt. Okay, das heißt, ich würde dann doch ganz gerne erstmal gucken, was da hinten noch ist. Denn da ist auch noch nicht erkundet. Und ich möchte gern, zumindest beim ersten Durchlauf, hier doch schon gerne alles irgendwie mitnehmen und mir angucken. Ich vermute mal, die Jungs hier, die kommen gleich auch mit. So. Hey, das hat sich gelohnt, da freue ich mich. Okay, gut. Also, hier war nix. Sauerei. Gut. Dann kann ich ja doch da durchgehen, da oben. Okay. Hier hoch und hier rum. So, mach das doch mal. So, was macht eine Slayer's Club? Nee, das passt. Also, was ist das hier? The Upper District. Okay. Reach the Upper District. Jawohl, reach. The Precipice. The Precipice. Was ist denn Precipice? Also nicht. Level up! Stufe 9. Sau cool. So, New Skill Specialization Slot unlocked. Gut, und ein neuer Skill. Gut. Select a skill. Rebuke. Erasing Strike. Was ist das denn? A melee attack that hits all enemies. Okay. Rebuke. Okay. Aber ich möchte hier ganz gerne eigentlich keinen weiteren Skill erstmal lernen. Ich weiß nicht. Muss ich das jetzt schon machen? Ich habe keine Ahnung. Passive Points. Additional Armor per okay. Und 3 Increased Armor per Allocated Point. Wäre nicht schlecht, ne? Auch so ein bisschen mehr hier an. Aber ich würde erstmal den Schaden irgendwie mitnehmen. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich mache erstmal hier ordentlich den Schaden. Guck mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Ich hoffe es. Bis die Hände überhaupt mal ankommen. Weil das ist so ein Nachteil hier. So, aber ist alles eine Sache. Ist deswegen besser sinnvoll. So ein bisschen mehr hier Verteidigung zu machen. So, aufbauschen, nehmen wir mit. Hammer bleiben ja auch bestehen, ne? Das heißt, ich könnte die quasi hier reinlocken. Batsch, genau. Das ist eine gute Taktik. So, was mache ich doch? Was bist denn du? Okay.
Charge quasi ist das. Und noch ein Wegpunkt. Okay. Armor, increased armor, increased health regeneration. Das Ding ist gut. Meine erste Mütze auch. Wunderbar. Gute HP-Regeneration. Das ist gut. So, ist jetzt die Frage, wo muss ich hin? Ich kann entweder hier nach links oder rechts. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da oben, denn da blinkt es schon. Nö. Okay. Das ist die Sache. Okay. Rages at the half. Und der explodiert, genau. Ich glaube, hier muss ich hin. Kommt mal her. Vor allem, dass sie alle hier am Enragen sind. Ich muss kurz vom Freck. So, Kumpel, komm mal her. Und lass dich töten. So, jawohl, wunderbar. Gucken wir mal, was das ist. Nix. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier oben rein, beziehungsweise hier unten rein. Aber erstmal hier hinten die Ecke noch mitnehmen. So viel Zeit ist. So, ist ja alles EP, ich hier stehen lassen würde. Genau, wunderbar. Okay. So, wo geht's hier denn rein? Genau, ins Studierzimmer. Und hier ist eine Truhe, die ich glaube ich öffnen muss. Gehe ich mal sehr von aus. Jawohl. Vital Jade Ring of Regrowth. Dodge Rating, Vitalität, Increased Health. Sehr cool. Added Health. Health Gained on Potion Use. Also nochmal mehr Heilung. Dodge Rating, Armor. Okay, warte mal, aber den Ring, den ich mir ganz. Habe ich schon an, okay. Die Handschuhe, die kann ich auch mal hier vertauschen. Aber das Ding ist gelb, ne? Also das würde ich dann schon ganz gerne behalten. Physical Damage, Increased Stunge, Increased Melee Damage. Aber was macht hier Melee Void Damage, ne? Okay. Gibt es hier sonst noch was? Irgendwie vielleicht, ja, so ein bisschen was zu mitnehmen? Nein, okay. Das heißt, ist jetzt die Sache, bringe ich das jetzt dem lieben Ezra oder bringe ich das dem anderen? Ich glaube, der andere kriegt es. Increased Throwing Attack Damage. Sehr cool. Minus 4 Throwing Attack Mana Cost. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Warte mal, aber hier ist mit dem Increased Throwing Attack Damage. Das ist ja schon mal eine nette Sache. Ich habe hier nur so einen normalen Ring. Ah, so muss ich das machen, okay. Increased Throwing Attack Damage. Gibt mir das jetzt auch mehr Schaden? Nee, ne? Oder ist das meine Basic? You deal when repeal losing basic attack. Das weiß ich also. Aber das kann ja nicht mein. Oder setzt sich hier dieser Schaden, den ich da mache? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zusammensetze, wie ich das mache. Mein bester Wille nicht. Auf jeden Fall mehr Schaden hier für meinen Hammer, das ist gut. Okay, würde ich sagen. Gebe ich das doch hier gerade mal ab. Komm,
Geld, wenn die da teilweise so bescheuert stehen, dass sie dann keinen Schaden nehmen. Okay, dann, wo waren das? Council Chamber. Und dann würde ich sagen, gebe ich es dem Gambler oder gebe ich es ihm? Ich glaube, ich gebe es ihm. Oh, by Raye's sooty feathers, you're alive and you have my ledger. You're madman. I knew I could count on you. Never had any doubt. Didn't you promise me a reward? What? A reward? Oh, yes, yes. Here, this old thing won't be worth much soon away. Okay. Pesen und noch einen passiven Punkt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, additional armor. Sehr schön. And increased armor. Shield rush. Requires your chance target direction until you release the ability key. You hit enemies in your path and a wider area at the end of the movement. You do not regain mana while rushing. Das ist ja geil. Okay. Das heißt, ich renne dann auf Gegner zu. So. Was sagst denn du jetzt hier oben? I saw you speaking with Ezra again. Were you not swayed by my offer? Well, the world is ending, so what does it matter? This is all fine. Do you know what would take my mind off the end of the world? Gambling. Gambler not yet implemented. Okay, ich kann Glücksspiel auch machen. Das ist ja cool. Also wie in Diablo. Okay. Gut. Was machst denn du? Chromancer, Welcoming, Respecialized Mastery Point Location. Okay, das heißt, kann ich meine Dinger zurücksetzen. Sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, packe ich doch mal hier meinen ganzen anderen Kram noch in die Truhe rein. So, genau. Und das da, ich habe keine Ahnung, was genau mir das alles bringt. Ist es das gleiche? Physical Damage, genau. Hier noch eins. Und da noch eins. Gut. Dodge Rating. Increased Stun Chance. Ne, den wir jetzt mal an. Wunderbar. Okay. Und den Rest kann ich ja dann noch hier verkaufen. Für einiges an Gold. Jawohl, wunderbar. Guck mal, hier so ein Tower Shield, sehr cool. Ah, okay, da okay. So, dann würde ich sagen, geht es dann in der nächsten Folge wo weiter? Genau, im Upper District, wenn es dann heißt, ich muss hier zu der Precipice oder Precipice. Scheiße, Precipice, das heißt Precipice. Wie auch immer, auf jeden Fall geht's dort in der nächsten Folge weiter. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.